Schlaraffen machen. Und da blieb nicht nur der rote Mann, das wäre sogar eine Vollkarte, was das Zeug hält. Akrobaten treten auf und es gibt sogar einen perfekten Tanz. Wie ein Märchen ist auch die Geschichte, in der ein ganz einfaches Mädchen, eine Verkäuferin, in die höhere Gesellschaft, das nur, weil sie als Versuchsobjekt Sprachbarkeit bekommen hat. Die Art, von der ich spreche, ist die leise Doolittle aus der WDR4, klassisch populär, und wir bleiben nur für einen Moment bei den Blumenmädchen. Die sind ja normalerweise für den Blütenteppich bei Hochzeiten zuständig. Aber es gibt mehr Blumenfachverkäuferinnen in der Musik, als man denkt. Zum Beispiel hat der spanische Komponist José Padilla vor über 100 Jahren einer Eichenverkäuferin ein Denkmal gesetzt. Das liegt in die Welt, auch das Tango, und als Bearbeitung von Charlie Chaplin für seinen Film Richter der Großstadt.
Diese Bearbeitung hören wir jetzt mit unserem Funkorchester, geleitet von Frank Strobel. Und wundern Sie sich nicht über den Lacher gegen Ende. Vermutlich ist bei diesem Konzertmitschnitt einer Musikerin ein Sträußchen überreicht worden. Natürlich eines mit Reichen.